Jetzt kommt unsere letzte Starterin. Sie kommt mit der Nummer 10, weil es das Los so entschieden hat. Und das Los hat gut entschieden. Es kommt nämlich jetzt Leonie, 13 Jahre, aus Wien. Und hat sich, ich habe das so ein bisschen beobachtet, im Laufe der Zeit in der Gruppe so als so eine Art Beschützerin entwickelt. Ist mit 13 Jahren quasi die Mami in der Gruppe. Und man kann sagen, sie ist auf jeden Fall die perfekte Abrundung dieses Finales. Wir sind heute in Schönbrunn. Das sind meine Eltern, meine Freundin Anna, mein Bruder Benedikt und ich. Ich kenne Leo schon seit dem Kindergarten. Wir waren immer schon sehr befreundet. Sie ist einfach echt nett und ziemlich lustig, finde ich. Man kann mit ihr viel lachen. Und deswegen mag ich sie total gern. Das Wichtige an dem Kiddie Contest ist für mich der Zusammenhalt der Gruppe. Also, dass wir Kinder untereinander zusammenhalten können. Und wirklich demjenigen, der gewinnt, ich vergönne es ihm wirklich. Ja. Weil jeder hat dafür was dazu beigetragen. Ja. Und ich würde mich für jeden freuen. Ja. Ich würde meine Schwester deshalb nicht hergeben, weil sie einfach irgendwas hat, was mir an ihr so sehr gut gefällt. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ja. Ich warne Sie jetzt am besten schon mal vor. Es kann sein, dass man bei Liebesgeschichten ja gerne mal ein bisschen sentimental wird. Für alle diejenigen sollten jetzt schon mal Taschenbücher holen, denn jetzt wird's sentimental. Das Original kommt von der Christina Stürmer, heißt Scherbenmeer. Und jetzt wird es noch romantischer und eigentlich noch schöner hier mit der Start Nummer 10. Leonie, Leo mit Sommertraum. Es war im Urlaub, wo wir uns trafen. Seh dich noch vor mir da unten im Hafen. Wir beide haben gespürt, wie die Luft plötzlich weggeht. Mit uns was passiert, heimlich sind wir hier, Hand in Hand gegangen, ein Pizza-Essen hast du mit einem Kuss mein Herz gefangen, ein Abschied tropfen Tränen in mein Cola, doch du sagtest, du, ich schreib dir eine Karte, auf die ich heute noch warte, und langsam hab ich's geschnallt, es war schon, es war. Stehen auf Null und langsam hab ich's geschnallt. Good night.
Letzte im Bunde, Leo. Oh, jetzt habe ich wirklich eine kleine Träne in den Augen. Man muss aber dazu sagen, Scherbenmeer mag ich ganz gern. Und heute wollte ich das ein bisschen vor mir hintrennen, aber es kommt jetzt auch nur noch Sommertraum raus. Ich habe jetzt deine Variante schon so im Kopf, dass ich Scherbenmeer gar nicht mehr singen kann. Das war sehr schön und du hast es auch für jemanden gesungen, für jemanden speziellen, gell? Ja, für meinen verstorbenen Großvater. Der ist vor 2 Jahren gestorben. Und sein letzter Wunsch war sozusagen, dass ich eines Tages mal auf einer Bühne stehe und für ihn singe. Also ich glaube, das ist angekommen und der wäre sehr, sehr stolz auf dich, der Opa. Es war auch eine ganz schöne Performance und ganz ehrlich, diese Handbewegung, die du manchmal machst, erinnert mich an Mariah Carey. Die macht das auch immer so, nur ein bisschen eleganter als ich. Ein Vorbild? Ja, total. Was findest du so gut an ihr? Alles, ihre Ausstrahlung, ihre Performances, ihre Ausdruckskraft. Ich sag dir nur was, Mariah Carey kann sich warm anziehen, wenn du mit deinem Album kommst, weil dann wird's kritisch. Vielen Dank, Leo. Danke. Dankeschön. Ja. Wenn sie jetzt auch so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt haben bei der Performance und Leo ganz toll unterstützen wollen, dann merken sie sich bitte ganz dringend die Startnummer 10.